Überschallflugzeuge wie die Concorde, ja, die sind teuer, klein und laut. Drei Gründe, warum sie nicht mehr fliegen. Doch kommt jetzt die Trendwende? Können wir bald alle mit Überschall in extrem kurzer Zeit zwischen den Kontinenten reisen? Unter anderem entwickelt die NASA mit dem sogenannten Schlieren-Effekt Überschallflugzeuge, die viel leiser sind. Wie funktioniert diese Technik genau und bedeutet das jetzt tatsächlich schon bald die Rückkehr der superschnellen Passagierflugzeuge? Ein wirklich spannendes Thema, das ihr euch bei WhatsApp gewünscht habt, wie ihr da hinkommt. Übrigens, wenn ihr noch nicht bei WhatsApp seid, das erfahrt am Ende des Videos. Also herzlich willkommen bei Klicks und Science and Fiction. Ja, um es erstmal klarzustellen, der sogenannte Schlieren-Effekt hat nichts mit missglückten Versuchen, die Fenster schlierenfrei zu putzen, zu tun. Tatsächlich wurde dieses Verfahren vor mehr als 150 Jahren von einem deutschen Physiker erfunden. Damit war es erstmals möglich, Dichteunterschiede in der Luft auf Fotoplatten sichtbar zu machen, die sogenannten Schlieren. Platt gesagt, kann man durch diesen Effekt also das sichtbar machen, was das menschliche Auge normalerweise nicht wahrnehmen kann, die Luftdichte und ihre Veränderungen. Im Alltag, also Dinge wie die warme Luft beim Haareföhnen oder aber die Wärme, die entsteht, wenn man die Hände aneinander reibt oder Heizungsluft. Auch die NASA nutzt dieses Verfahren und hat es weiterentwickelt. So ist es tatsächlich gelungen, bei modernen Überschalljets die Druckwelle sichtbar zu machen, also den berühmten Überschallknall. Und das unter realistischen Umständen, und das ist ziemlich schwierig. Aus diesen Aufnahmen unter anderem sind leise Überschallflugzeuge jetzt in greifbare Nähe gerückt, aber von vorne. Normalerweise ist eben ein lauter Knall zu hören, wenn ein Düsenflugzeug die Schallmauer durchbricht. Seismometer können das festhalten, denn die Druckwelle des Knalls erschüttert den Erdboden. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Früher, da konnte man das immer mal wieder hören, unglaublich laut, und es rumst so richtig. Doch diese dichte Variation der Luft auf Fotos festzuhalten, das war lange nicht möglich, nur in Modellen im Windkanal. Die entsprechenden Testflüge der NASA fanden in der Mojave-Wüste in Südkalifornien statt. Pro Shooting waren zwei Flugzeuge beteiligt. Eines der Flugzeuge hatte die Aufgabe, die Schallmauer zu durchbrechen und eine entsprechende Druckwelle zu erzeugen, und zwar abwechselnd die Flugzeugtypen F-15 und T-38. Darüber flog das zweite Flugzeug, das eine Kamera installiert hatte, und in diesem NASA-Versuch ist es eine King Air, die deutlich langsamer ist und eben nicht in der Lage, die Schallmauer zu durchbrechen. Vor allem die Navigation der Flugzeuge war heikel und nicht ungefährlich, denn sie dürften sich trotz der großen Geschwindigkeitsdifferenz nicht so weit voneinander entfernen, damit gute Bildqualität überhaupt möglich wurde. Die eingesetzte Kamera war in der Lage, 109 Bilder pro Sekunde zu machen. Ein absolut irres Unterfangen. Um das alles möglich zu machen, hatte die NASA die herkömmliche Methode namens BOSS aus dem Windkanal weiterentwickelt. BOSS steht für Background Oriented Schlieren. Der Name des NASA-Projekts dementsprechend auch Airboss. Die Bildbearbeitung an sich war dagegen weniger spektakulär. Die einzelnen Frames wurden per Laptop ausgewertet und viele Einzelframes dann zusammengesetzt. Und diese neue Aufnahmetechnik liefert nicht nur atemberaubende Bilder, sondern konnte auch zeitnah in der Praxis genutzt werden. Denn bisher ist es Überschallflügen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland verboten, über bewohnten Regionen zu fliegen. Früher war das anders, da konnte man eben noch den Überschallknall ab und zu hören. Und zwar eben wegen dieser Lärmbelästigung. Die NASA erhoffte sich also, durch diese neue Aufnahmetechnik deutlich leisere Überschallflugzeuge zu konstruieren, und tatsächlich scheint es so, als sei die NASA diesem Ziel ziemlich näher gekommen zu sein. Vielleicht wisst ihr es, die NASA-Ingenieursteams haben X-Plane, ein Flugzeugmodell, entwickelt, bei dem die Schockwellen deutlich abgeschwächt sind. Die Bezeichnung Quid Supersonic Transport, im Gegensatz zur Concorde, soll dieses Überschallpassagierflugzeug nur einen weichen Schuss abgeben, wenn es die Schallmauer durchbricht. Die Concorde brauchte für die Strecke New York, Paris ja nur knapp 3 Stunden. 2003 wurde sie dann aber eingestellt, weil die Sicherheitsbedenken wegen des Absturzes zu groß und die Nachfrage ja auch eher klein, weil die Flüge waren tierisch teuer. Aber eine Miniaturversion des neuen NASA-Überschallflugzeuges wurde schon im Windkanal getestet. Anfang des Monats machte die NASA dann ernst und beauftragte den Rüstungskonzern Lockheed Martin, X-Plane zu entwerfen, zu bauen und zu testen. 247,5 Millionen Dollar ist der NASA das wert. Der Plan: X-Plane soll in 16.000 Kilometern Höhe fliegen, und zwar mit 1500 Kilometern pro Stunde. Seine spezielle Bauform soll dann den lauten Knall verhindern, und zwar indem die Schallwellen nicht miteinander verschmelzen, sondern in kleine Stücke zerteilt werden. Im Jahr 2022 soll
soll dann das endgültige Passagierflugzeug getestet werden, das für die Bevölkerung auf der Erde nicht lauter sein soll als eine zufallende Autotür oder ein Donnergrollen. Hammer! Überschallflüge rücken also wieder in greifbare Nähe und möglich gemacht hat das die Schlierenfotografie. Das ist schon irre. Wenn ihr als erstes Neues zum Fortschritt bei den Überschallflügen und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort auch mitmachen und mir zum Beispiel Themen vorschlagen und so weiter und so fort. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Flughafen der Zukunft. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.